Flüsse sind ein ganz altes Symbol für das Leben. Die Menschen zieht's an die Flüsse. Und das merkt man ganz besonders im Sommer, wenn alle Menschen zum Baden gehen wollen. Bamberg ist eine Stadt, die eine starke Verbindung zum Wasser hat. Der Verein Flussparadies Franken will das Bewusstsein der Menschen für das Leben am Wasser wieder lebendig machen. Damit die Menschen wieder stärker sich um den Fluss kümmern, haben wir in Bamberg eine Ausstellung eingerichtet. Sie heißt Im Fluss der Geschichte, Bambergs Lebensader Regnitz und findet im Historischen Museum statt. Wir wünschen uns sehr, dass die Menschen durch die Ausstellung dazu animiert werden, wieder hinaus in die Natur zu gehen und den Fluss zu entdecken. Wir haben zusammen mit ganz vielen Partnern in der Region ein vielfältiges Rahmenprogramm auf die Beine gestellt. Zum Rahmenprogramm gehört beispielsweise eine GPS-Entdeckungstour durch Bamberg, aber auch Radtouren durch die Flusslandschaft, Flussfahrten und viele spannende Naturerlebnisse, speziell für Kinder. Es gibt natürlich nicht nur Ausflüge in die Natur, sondern auch ein umfangreiches kulturelles Programm. Zum Beispiel das Erzählcafé, in dem Zeitzeugen aus Bamberg ihre ganz persönliche Badegeschichte erzählen. Vor allem die Anekdoten und Abenteuer rund um das Baden am Fluss begeistern die Gäste. Da war eine große Sandmulde, da haben wir uns aufgehalten. Und dann ist man im Fluss reingeschwommen. Und unsere Eltern durften es natürlich weniger wissen, aber der Fluss hat uns halt immer wieder hingezogen. Wir waren, je älter wir waren, dann auch immer im Fluss, das ist klar. Ziel war es, von zu Hause weg, damit die Eltern nicht wissen, was wir treiben. Ja, während der Ferienzeiten, vor allem der Sommerferienzeiten, wie jetzt, waren wir natürlich fast ausschließlich am Fluss und im Fluss. Es war wirklich für uns ein wichtiges Spielareal. In Bamberg gab es verschiedene Badestätten am Fluss. Bis heute erhalten hat sich das Hainbad. Im Hainbad haben wir schwimmen gelernt. Mit unseren Eltern, ja. Und wir sind auch viel im Fluss geschwommen. Und es war fast jeden Tag, wenn wir im Hainbad. Heute wird das Hainbad nur noch als Licht-, Luft- und Sonnenbad betrieben. Das Baden im Fluss ist den Betreibern zu gefährlich. Das Thema Flussbadestätten ist ein heißes Thema in ganz Deutschland, weil die Flüsse natürlich zum Baden einladen. Auf der anderen Seite es natürlich auch viele Gefahren und Risiken beim Flussbaden gibt. Also ich fände es großartig, wenn es in Zukunft wieder möglich ist, gezielt auch Flussbadestätten auszuweisen, wo die Leute auf eigene Gefahr das Vergnügen haben, im Fluss zu baden. Trotz fehlender Flussbadestätten gibt es vor allem für Kinder viele Möglichkeiten, den Abenteuerspielplatz Fluss zu erleben. Das Flussparadies Franken hat hierfür ein Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Ein spannendes Überlebenstraining im Piratenlager gehört genauso zum Programm wie das Erforschen der Lebewesen am Flussufer mit Kescher und Becherlupe. Egal ob als Pirat oder Biologe, mit dem Boot, dem Fahrrad oder zu Fuß. Der Fluss ist ein großes Abenteuer und es lohnt sich für Menschen jeglichen Alters, ihn zu entdecken.